Ja, Herr Rüdisser, eine große neue Aufgabe kommt auf Sie zu, mit dem Wechsel oder mit dem geplanten Wechsel jetzt von Landesrat Manfred Rhein in die Wirtschaftskammer. Als Wirtschaftskammerpräsident werden Sie nun als designierter Nachfolger für seinen Posten als Landesrat vorgestellt schon. Mit welchen Gefühlen geht man in diese neue Aufgabe und wie kam es denn eigentlich dazu? Also wie langfristig war denn das schon geplant? Ich wurde vor gut einer Woche mit diesem Vorschlag konfrontiert. Das war für mich eigentlich völlig überraschend. Ich habe mir nach einigen Tagen Bedenkzeit unter der Voraussetzung, dass der Vorschlag von den zuständigen Gremien angenommen wird, gesagt, dass ich diese spannende Aufgabe annehmen werde und versuchen in den Aufgabenfeldern, die bisher von Landesrat Rhein wahrgenommen wurde, die Funktion zu übernehmen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Vorschlag von den zuständigen Gremien der Partei und dann auch in der Wahl im Landtag auch tatsächlich zustande kommt. Wie viel würde sich denn ändern? Wie viel wird sich denn ändern, auch im Ablauf der täglichen Arbeit, jetzt mal abgesehen von den politischen Arbeiten im Landtag? Und welche neue Herausforderungen sehen Sie auch darin? Ja, ich glaube, da würde sich Gravierendes ändern, weniger inhaltlich, als vielmehr in den wahrzunehmenden Aufgaben. Bisher war ich der Partner, der im Hintergrund die strategische Arbeit verrichtet hat. Und jetzt wird es Aufgabe sein, primär die in Kontakten nach außen auch diese Politik umzusetzen.